So, weiter geht's mit FIFA 13. Wir haben unser nächstes Champions Cup Spiel gegen IFK Norrköping. Sagt mir rein gar nichts, den Verein kenne ich nicht. Ich tippe mal auf was Schwedisches oder was Norwegisches. Der Part war leider beim letzten Mal ein bisschen abrupt zu Ende, weil diese Frame-Einbrüche waren und ich dachte, ja, hier nach der Aufnahme, also nach einem kurzen Neustart ist halt wieder weg, aber es war dann nicht weg und deswegen, naja, ist das dann ziemlich abrupt zum Ende gekommen. Naja, so, bei mir ist das Spiel gerade ziemlich laut auf den Ohren, aber ich denke mal, es dürfte von der Soundqualität her durchaus passen. Wir spielen heute mit Contento anstatt Bartstuber, weil Bartstuber ziemlich fertig ist. Und erster Angriff, erster Schuss und schön gehalten. Hoffen wir mal, dass alles so gut läuft. So, Ecke von Robben, Kopfball, nix, nix. Ganz einfach. So. Heute habe ich niemanden dabei, das ist vielleicht auch mal besser so. Da können wir uns nämlich ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren, als auf irgendwelche anderen Themen. Wie zum Beispiel Kanalbeschreibungen von mir oder sowas. Hey, ist ja momentan noch Winterpause. Aber die ist ja auch bald vorbei und jetzt haben wir jetzt einen Angriff von Ribéry. Ah, da wurde der. Das habe ich aber genau gesehen, der wurde abgeblockt. Egal, da ist Robben. Robben, 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 gehalten. Ja. So, falls ihr euch fragt, was das hier so, was hier für ein Geräusch, das ist der Controller, das ist der linke Stick, der ein bisschen schon leiden musste, deswegen dürft ihr euch jetzt nicht darüber beschweren, was ist das denn für ein scheiß Geräusch, macht das weg. Ich kann das wegmachen, ich werde mir eh bald einen neuen Controller mal wiederholen, mal wieder. Weil irgendwann fängt er an, so zu quietschen, das war bei meinem alten so. Beziehungsweise war es kein anderer als der hier, also es war derselbe. Und dann habe ich mir denselben nochmal gekauft und jetzt fängt das wieder an. Deswegen. Naja, ja, ich weiß gar nicht, haben wir unser ersten Champions Cup Spiel haben wir, glaube ich, gewonnen. Sogar souverän. Und jetzt hier Müller. Naja. So, dann wollen wir nochmal gucken. So, Martinez, vorbei. Rein, Mandzukic, abgefälscht, Eckeball. So, jetzt probieren wir mal diese Variante hier. Jawohl, Schweinsteiger. Euer abgefälscht, nächster Eckball. Nächster Eckball für mich. Den bringen wir dann hoffentlich besser rein. Ribéry. Kopfball von Boateng oder Mandzukic. Mandzukic. Ich verbessere mich. Momentan sind auch keine Soundbugs. Das finde ich sehr gut, weil ich habe jetzt auch jedes mögliche Hintergrundprogramm geschlossen, was irgendwelche Energie ziehen könnte. Jetzt haben wir Ribéry. Mandzukic. Müller war es. 1-0 Müller. Der Müller, der Knüller. Bam. So. Gucken wir uns das nochmal an. Flanke. Zack. Und drin. 1-0 für den FC Bayern gegen Norrköping. Ja. Das muss aber auch ein deutlicher Sieg gegen diesen Verein werden, weil wer kennt diesen Verein schon? Ne? Ah, mal unseren nächsten Angriff. Haben wir unseren nächsten Angriff. Martinez. Eieieiei. Tja. Eigentlich wollte ich auf Rom wechseln, aber irgendwie hat das nicht gemacht. So, ich versuche natürlich jetzt momentan, wo mir das Internet zur Verfügung steht, mehr FIFA-Videos zu machen. Und ich glaube, ich mache jetzt auch momentan genug, auch wenn gestern mal keins kam. Aber es kommen ja noch welche. Es kommen noch welche. So. Naja, so, der Eckball wurde ausgeführt und jetzt Schweinsteiger. Wer ist das? Wer ist das? Martinez! Jawohl! Wunderbar! So muss das doch sein! Wunderschön! Mit dem linken Fuß! Traumhaft! Nochmal angucken hier! Oh!
Wieso hat das jetzt übersprungen? Naja, egal. Schönes Tor auf jeden Fall von Martinez. 2-0 für der F2er. So, und da haben wir doch schon wieder Müller, Müller. Und der Torwart hält. So, und jetzt wollen wir hier den Eckball reinbringen. Reveri. Und leider. Oi, oi, oi. Was? Offensivfoul? Ja. Offensivfoul woanders vielleicht, aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Ha! Haha, mein! Meiner! Ja, da oben. Leider zu hoch. So. So, 45. Minute. Nachspielzeit läuft. 4 Minuten für die erste Halbzeit. Warum hat der Schiedsrichter das gesehen hat? Wunderbar. Flanke. Und der Torwart hat. Weg damit. Und jetzt ist Halbzeit, oder? Nein, noch nicht. Dann hauen wir nochmal einen aus der Distanz raus. Ribéry. Weit, weit drüber. Naja, das war ja auch optimistisch gedacht. So, erste Halbzeit vorbei. Die zweite folgt. Der Gast hat Anstoß. Ich will den Namen jetzt nicht aussprechen müssen. Auf jeden Fall. Oh, Robin. Müller. Zack, zack. Oh, der Müller. Naja, das war interessant gespielt. Ich dachte, da passiert jetzt nichts mehr. Aber dann so ein Schuss. Oh, Martinez. Lahm. Flanke. Ribéry. Naja. Schmeichelhaft. Aber der Schuss von Schweinsteiger, dass der noch an den Pfosten geht. Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Kopfballduell verloren. Duell um den Ball hat er weggepasst. Ja, das Duell haben wir gewonnen. So, und jetzt zeigt den Konter. Wunderbar. Ribéry. Zu zweit sind wir vorne. Zu zweit sind wir unschlagbar. Ribéry, Mandzukic. Und da ist es schon. Das 3-0. Frank. Schön. War ja auch nicht besonders schwer. 3-0 gegen Norrköping. Ribéry aus der Distanz. Naja. Ich will nochmal so ein richtig schönes Tor aus von der Mittellinie aus. Das wäre so mein Ziel. Wenn es denn mal passieren würde. Aber da bin ich, glaube ich, zu optimistisch, dass das mal passiert. Da bräuchte ich schon jemanden mit einer Schusstechnik von 100 oder so. Oi. Hätte nicht gedacht, dass er den noch kriegt. Na komm, gib mir das Bällchen. Oi. Hat er noch gerade aber noch gut behauptet, muss man sagen. Der Spieler. Hey! Jawohl! Und jetzt. Oi, Müller. Hoi, knapp. Robben Eckball. Dante! Auf den Torwart. Oh ja. Ja, das sollte man nicht nochmal machen, würde ich sagen. Hau raus, die Scheiße. Bam. Bam. Ja, meiner. Come on. Ja, ey, Elfer. Der Torwart hat mich gerade gefoult. Elfer. Eindeutig. Habt ihr das nicht gesehen? Hätte sich Müller nicht also er hat sich ja nicht hinlegen lassen. Das ist fair genug. Aber dann müsste er trotzdem Elfer geben. Weil der Torwart hat ihn eindeutig gehindert. Jetzt Robben.
Ei! Ei, 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 Ribéry, mit dem Kopf vorbei. 75. Minute, 3:0 steht's. Es könnte auch schon 5:0 stehen, aber man will ja auch ein bisschen Gnade vor Unschuld oder so, ne, so ein Mist. Naja. So, da haben wir den nächsten Schuss. Der war leicht zu halten für Nilsson. Oh, wow, da habe ich mich jetzt verschätzt mit dem Ball. Ja, die aber auch. Besten Dank. Ja, wechselt ihr mal aus. Le Franc. Oh, Le Franc. Oh, sag mal, Le Français. Oh, er bleibt nicht im Ballbesitz. Na, 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 na. Oh, oh, hey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was die hier abbringt. Oh, Martinez kretscht vorbei. Na komm. Come on. Ne? Willst du nicht? Willst du zum Tanz bitten? Nicht mit Lahm. Lahm nimmt ihn dir ab. Oh, Mandzukic, Mandzukic. Oh, ja, zu weit vorgelegt. So, das da müssen wir uns jetzt leider angucken. Den tollen Spieler da. Mit dem Holmen-Sponsor. Ihr kennt ja alle die tolle Firma Holmen. Oi! Oi, oi, oi! Oh, Krivinta das... Nee, natürlich nicht. Dafür ist er zu klein. Ja. 3:0 Endstand. Bayern gegen Norrköping. So, da ist das 1:0. Das 2:0 würde ich mir gerne mal ansehen von Martinez. Kommt's jetzt? Ja, jetzt kommt's. Hier. Boom. Bam. Drin. Schönes Tor. Champions Cup. So. Ja, ja. Dann wollen wir hier weitermachen. Und wir haben dann unser nächstes Spiel gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Für national eingesetzte Teams. Jerome Boateng, Manuel Neuer. Fast alle irgendwie. Naja. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es geht gegen 1899 aus Hoffenheim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.